Thank you. Danke. Oh, I'm on. Good. Oh, yeah, mein Mikro tut. Can I tell you something? Kann ich euch was erzählen? Just, you know, in private, einfach nur was Privates. Nur ich und it's das Internet. Kind of intimidating, standing es ist ein bisschen beängstigend, hier oben zu stehen mit diesem vollen Saal. Und mir hat niemand gesagt, dass es doch ein bisschen angsteinflößend ist. But I guess it's my own fault. Aber ich denke mal, das ist meine eigene Schuld. Letztes Jahr habe ich in Halle G geredet, Verschlüsselung im Zweiten Weltkrieg, und ich habe wirklich gutes Feedback bekommen, und es wurde sich gewünscht, dass mehr historische Content produziert wird. Und der CCC mochte die Idee und hat mich deswegen hier hingeschickt, um mal wieder über Geschichte zu reden. Leider haben wir nur 30 Minuten und ich würde viel lieber in mehr Details gehen, aber ich habe meinen Vortrag ein bisschen zu kürzen, deswegen wird das wahrscheinlich wegfallen. Und ich werde meinen Vortrag in 20 Minuten halten und dann haben wir 10 Minuten für Fragen und Antworten. So, now let's see if this, yes, it works. What I would like, was ich gerne möchte, über was ich gerne reden möchte, ist, als erstes möchte ich euch eine lebende Drohne vorstellen, die sehr, sehr stark im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde. Tauben, wie ihr sehen könnt. Sie wurden benutzt als Nachrichtenübermittler und Spione, um Bilder zu machen. Und ich würde gerne noch kurz noch über weitere Tiere reden, die dafür genutzt wurden, Bomben und die genutzt wurden, um Bomben in gegnerisches Gebiet zu bekommen. Und dann würde ich gerne über den aktuellen Stand der Drohnenentwicklung reden. Cyborg-Drohnen zum Beispiel, also technisch veränderte Tiere und was diese Tiere vielleicht machen könnten. Ein paar Worte über Tauben. Sogenannte Homing Pigeons ist eine Art von Tauben, die dazu gezüchtet werden, um sehr schnell über sehr lange Strecken zu fliegen. Diese Tauben fliegen immer nach Hause. Deswegen heißen sie auch Homing-Tauben. Sie fliegen immer zu ihrer Heimat zurück. Ein Mensch, der solche Tauben züchtet, ist ein Taubenliebhaber, weil er das eben macht. Tauben haben als Nachrichtenübermittler gedient seit mehrere hundert Jahren. Jetzt lasst uns ein paar hundert Jahre zurückgehen in den Ersten Weltkrieg, wo die Nachrichtenübermittlung etwas anders war als heute. Radioübermittlung und Drahtübermittlung war sehr, sehr unausgereift. Stell dir vor, du gehst in feindliches Gebiet und man musste große Rollen von Draht und Ähnlichem verteilen und auch ins feindliche Gebiet verteilen. Und das ist schlecht in Krisengebieten, in Kriegsgebieten. Kein Problem ist das mit Tauben. Die Tauben wurden benutzt von allen Ländern in dem Ersten Weltkrieg. Und sie wurden gezüchtet und dann in den kleinen Käfigen in das Krisengebiet gebracht. Und wenn eine Nachricht
übermittelt werden musste an die Nachschubversorgung, dann nahm man eine Taube und klebte die Nachricht an die Taube und hat die dann weitergeschickt. Die Tauben waren so zuverlässig, dass 93% der Nachrichten übermittelt wurden. Sie waren so wichtig, dass 1914 die französische Armee 72 Lofts, also Käfige oder Züchterstationen betrieben hat, die US-Armee 600 und die Briten 250.000 Tauben benutzt haben im Zweiten Weltkrieg. Die Poster sagen, dass die Tauben nicht abgeschossen werden dürfen, weil sie kriegswichtige Kommunikation unterbrechen würden dadurch. Die Strafe für das Taubenabschießen waren etwa 100 Pfund oder sechs Monate im Gefängnis. Ganz schnell eine Taube, die eine Medaille bekommen hat nach dem Krieg, war Cher Ami. She was actually female, but it was only discovered after Französisch ist für meinen Freund. Und erst nachdem sie gestorben ist, hat man festgestellt, dass sie weiblich ist. Sie hat wichtige Nachrichten übertragen, obwohl sie von deutschen Truppen getroffen wurde. Sie hat 200 amerikanische Leben gerettet, die hinter deutschen Linien gefangen waren. Und die erwischt wurden von Friendly Fire. Alles, was sie also machen konnten, war eine Nachricht zu schicken. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es lesen könnt. Wir sind in der Nähe der Parallel 64 und die Artillerie beschießt uns. Bitte hört auf damit. Und sie haben die Taube losgeschickt und sie brauchte eine Stunde zu ihrem Nest und die amerikanischen Truppen haben aufgehört, auf ihre eigenen Leute zu schießen hinter den feindlichen Linien und haben einen Weg gefunden, sie zu evakuieren. So wie ihr sehen könnt, werden diese Tauben runtergeschossen oder verletzt oder wurden gefangen genommen als Kriegsgefangene. Hier hat man deutsche Brieftauben gefangen in einer Siegesparade in 1919. Als der Zweite Weltkrieg startete, wurden die Tauben immer noch als Nachrichtenübermittler genutzt. Aber Armeen haben damit angefangen, Tiere anders zu benutzen als nur als Nachrichtenübermittler. Speziell nach dem Angriff auf Pearl Harbor auf die US-Basis dachten die Leute darüber nach, wie man sich am besten an den Japanern rächen kann für so einen Angriff. Ein Zivilist, der Zahnarzt war, hatte eine brillante Idee. Er machte dem Präsident einen Vorschlag, dass er einen Weg gefunden hat, japanische Städte zu bombardieren. Und die Antwort ist Bat Bombs, also Fledermausbomben. Das wurde zwar erforscht, aber nicht genau in diesem Weg, wie ich dir gezeigt habe. Es gab ein Militärprojekt, wie man Fledermäuse benutzen könnte, um diese Fledermausbomben zu verwenden. Man hat also Fledermäuse in Hibernation, also in Standby geschickt mit Kälte. Und dann hat man sie aufgeweckt in Bomben über Japan. Und diese Fledermäuse versuchten sich also im Dunkeln irgendwo zu verstecken, in irgendwelchen Konstruktionsteile der Häuser, die aus Papier und Holz waren in Japan. Das hat mit mäßigem Erfolg funktioniert. An einem Tag ist auf einer Militärbasis in New Mexico eine
aus Versehen eine Bombe mit Fledermausbomben geöffnet worden und diese Fledermausbomben haben ein Versteck gefunden unter leider einem Benzintank. And the military base burned down. Und die Militärbasis ist abgebrannt. Dieses Projekt wurde eventuell durch Atombomben dann fortgeführt. Durch die Atombomben in 1945, die auf japanische Städte abgeworfen wurden. Eine weitere Idee, die ich gerne erwähnen würde, war, dass Russland Hunde trainiert hat, um Bomben unter Panzer zu bringen. Sie wurden mit Essen dazu konditioniert, unter Panzer zu rennen. Und dann hat man irgendwann mal Bomben an ihnen angebracht und sie sind dann unter Panzer gerannt und sollten dann explodieren. Das hat zwar in der Forschung funktioniert, aber in einem echten Kampfszenarios hatten die meisten Hunde das Problem, dass sie Angst hatten vor dem Geräusch und die meisten rannten dann zurück zu ihren Herrchen und dann sind sie dort explodiert. Und das nächste Problem war, dass auch auf russische Panzer gerannt sind, weil die ähnlicher rochen. Eins dieser Projekte wurde verfolgt bis 1969 in Russland. Der Grund ist uns nicht bekannt. Eine weitere Idee, die man im Zweiten Weltkrieg hatte, waren Katzen. Wenn man Hunde benutzen kann, warum dann nicht auch Katzen? Und die Idee hinter der Idee war, dass Katzen nicht kein Wasser mögen. Wie wär's also, wenn wir eine Katze nehmen, eine Bombe drum machen und sie ins Wasser schmeißen, in der Nähe der feindlichen Schiffe, schwimmen sie doch zu dem Schiff, um dann zu explodieren. Na, was haltet ihr von der Idee? Naja, nicht wirklich. Those poor cats drowned. Diese armen Katzen, die ertränkt werden oder ertränkt wurden. Um in die Gegenwart zurückzukommen, die Zusammenfassung der Sachen aus den letzten 100 Jahren ist eigentlich die Benutzung von Tieren als Drohnen zu verwenden. Zum Beispiel für Nachrichten oder Waffen oder ähnlich. Und um ihr natürliches Verhalten zu verwenden, muss man sie trainieren. Was kann man trainieren? Du kannst Tauben trainieren und Hunde und Katzen nicht so sehr. Die Begrenzung bei den Tauben ist zum Beispiel, die fliegen nur nach Hause. Man kann nicht sagen, wo sie hinfliegen sollen, sondern sie fliegen nur zu Hause zurück. Und seit 2014 arbeiten Wissenschaftler daran, eine Möglichkeit zu finden, die Muskeln von Insekten zu beeinflussen durch kleine Elektroden. Und die werden eingebaut im sehr frühen Lebensstadium. Mit den elektrischen Signalen kann man kontrollieren, die Signale, die die Insekten verwenden während ihres Fluges. Dadurch erhofft man sich, das zurück, also reversen zu können, um herauszufinden, welches Signal genau benutzt wird, um dieses Insekt in welche Richtung zu steuern. Und damit kann diese Technik benutzt werden, zum Beispiel für Search and Rescue Missionen, ganz sicher Search and Rescue. Alle diese Projekte, in denen Tiere eingebunden sind, was kommt dabei raus? Wenn man sie für Suche und Search and Rescue benutzen kann, für was kann sie denn sonst noch benutzen? Es gibt natürlich ethische Fragen, wie man diese Tiere behandelt. Also wer sind moralisch verantwortlich, wenn man diese Tiere verändert, um sie dann vielleicht für schädliche Sachen zu benutzen.
Und die Situation im Moment ist so, dass vor 7 Jahren Charles Higgins von der Universität von Arizona, der mit Insekten arbeiten, vorhergesagt hat, dass ungefähr in 2017, in 2022, es möglich sein könnte, Hybridcomputer oder lebendes Gewebe wirklich benutzen kann. Wir sprechen hier zum Beispiel von computergesteuerten Händen oder aber auch von diesen Insekten und anderen Tieren, die dadurch kontrolliert werden können, ohne dass wir gegen ihren Willen. Gestern hat mir jemand einen sehr interessanten Link geschickt, ein Video über einen Menschen, der seine tote Katze in einen Helikopter verwandelt hat. Es ist wirklich lustig. Ich kann es leider nicht zeigen, weil wir nicht so viel Zeit haben. Ich werde auch den Link, wenn ich die Slides hochlade. So, dieser Typ, seine Katze ist gestorben, er hat seine Katze ausgestopft und hat sie in einen Helikopter transformiert, der fliegt. Und dieses Video stellt aber die Frage, das Video wirft die Frage auf, was der Unterschied zwischen Schuhen aus Kühen oder einem Helikopter aus einer Katze. Viele von uns, wo ist der Unterschied zwischen Kühen essen und Insekten dazu für andere Sachen zu missbrauchen, zum Beispiel für Militäraktionen? Seit 2014, die CIA hat einen Tweet losgeschickt, dass ihre Tauben immer noch klassifiziert sind. Man überlegt sich, was die immer noch damit machen. In einem Interview über Drohnen im letzten Jahr 2013, Noam Chomsky hat die Frage gestellt, wenn sich die öffentlichen Aufschriebe anschaut, dass man sich vorstellen kann, was das geheime Material ist. Also wie viel wir wirklich wissen, woran geforscht wird oder was nicht. Thank you. Vielen Dank. Thank you very much. We have a few minutes for Q&A. Vielen Dank. Wir haben ein paar Minuten für Fragen und Antworten. Wenn ihr eine Frage stellen wollt, geht bitte an eins der Mikrofone. Wir haben 6 Stück hier. Any questions from the audience? No. Keine Fragen? Come on, guys. Wirklich keine Fragen? No questions? Okay, we do have a question at microphone 3. Wir haben eine Frage. Yes, hello. Ich habe mir überlegt, was die Genfer Konvention denn über die Benutzung von Tieren im Krieg sagt. Oder sagt sie denn überhaupt was darüber? Die Frage ist, was sagt die Genfer Konvention darüber? Ich muss sagen, da habe ich keine Idee drüber. Ich habe nichts darüber gelesen, also ich bin über nichts gestolpert, was sich darauf beziehen würde. Gibt es irgendjemanden hier, der ein Experte ist auf dem Gebiet? Gibt es irgendwelche Gesetze für die Benutzung von Tieren? Die USA hat die Genfer Konvention nicht unterzeichnet. Sie sagen zwar, sie folgen sie, aber das ist eine andere Sache. I've come across these questions. What are, well, ich, ich, wir sind, ich, ich habe viele dieser Fragen gelesen, aber ich habe keine Antworten darauf gefunden, also schriftliche Antworten von irgendwelchen offiziellen Stellen, die das Ganze regulieren würden. Okay. Yes. The gentleman just said there is a draft.
to the Geneva Convention about the gentleman hat, wildlife in hat war vorgelesen, dass es ein Entwurf für die Genfer Konvention gibt, die Tiere schützt, aber das ist halt noch ein Entwurf und nicht eine Genfer Konvention. Yeah, you mentioned the pigeons that were used in World War One, and then there's the Olympic discipline. Das erzählt von Tieren, die im Ersten Weltkrieg benutzt wurden und im Zweiten Weltkrieg. Und es gibt eine olympische Disziplin, Taubenschießen. Gibt es da eine Beziehung zwischen dazwischen, dass dieses diese Tauben im Krieg benutzt wurden und dann eine olympische Disziplin daraus wurde. Die schießen auf Tauben? This where the sports discipline come from. I'm shocked. Ja, ich bin geschockt. They shoot pigeons. Die schießen auf Tauben. In the Olympics. In den Olympischen Spielen. Pigeons, not not wirklich lebende Tauben? It's forbidden to shoot live pigeons for sports. Es ist verboten, tote, lebendige Tauben zu schießen im Sport. Es ist eine Tontaube, die geschossen wird, eine Tonscheibe. Die Taube heißt. Oh, okay. Die Sportart heißt Tontaubenschießen, aber es ist, oder es heißt Taubenschießen, aber es ist eine Tontaube. To be clear, they're not shooting live pigeons in the Olympics. Das klarzustellen, die schießen keine lebenden Tauben in den Olympischen Spielen. Bin ich glücklich drüber. Clay pigeon shooting is actually older. Ich denke, dass Tontaubenschießen älter ist als der Erste Weltkrieg. Aber ich müsste das nachschauen. Clay pigeons, yeah. Tontauben. I mean, sure, ich bin mir nicht shot down your nicht sicher. Im Weltkrieg I hat man zwar die Tauben abgeschossen, aber jeder hat sie benutzt. Also von den Tauben her, dass der Feind wahrscheinlich Tauben benutzt hat. Also wenn sie die Tauben von den Schützenkämpfen aufsteigen lassen haben, haben sie auf die haben sie natürlich auf die Tauben geschossen. Aber sie hatten auch Falken, um diese Tauben zu jagen. How much of this cyborg moth work is being done in the public domain? And how much wie viel von diesen Cybermotten und bionischen Motten ist in public domain? Also wie viel kann man davon recherchieren? Was ist öffentlich von den Informationen? Das ist eine meiner Punkte, die ich rüberbringen wollte. Es ist zwar Forschung, die öffentlich es wird öffentlich geforscht. Ich glaube, es ist die Universität von North Carolina, die daran forscht. Und natürlich ist ein Teil, ist sie als Search and Rescue Tiere zu benutzen oder in Bereiche, wo Menschen nicht reingehen können, um Informationen zu sammeln, zum Beispiel in Erdbeben oder sowas. Aber es ist sehr, sehr ähnlich zu der Forschung, die es ist sehr, sehr ähnlich wie Menschen wie die Forschung für Menschen, die Kontrolle über ihre Gliedmassen wieder erlangen. Yeah, I'm wondering about the detail with homing pigeons. The way I understood is that they always return to their home. Ich weiß nicht, ich wundere mich über die, wie die Tauben zu ihrer Heimat zurückfinden und irgendwie kann man sogar diese Heimat woanders hin transportieren. Man muss sie dafür trainieren. Das sind spezielle Tauben, die spezielles genetisches Material haben und man kann sie dazu trainieren, zu diesen kleinen Orten zurückkommen. Man kann sie aber nur ein paar Mal bewegen. Also man kann diese Nester nur ein paar Mal bewegen. Also wenn nach ein paar Wochen werden die Tauben verwirrt, wenn man diese Nester öfter bewegt. Und dann muss man sie leider in Rente schicken. Zwei Fragen noch aus dem Internet vom Signalengel. Wie lange braucht es denn das, um die Tauben zu trainieren oder zu trainieren, um das Live-Drohne zu
considering wirken that oder the drones are advancing und zweite Frage ist die Zeit der Live-Drohnen vorbei, weil die Technik weiter ist? Als erstes, wie man Tauben trainiert, beginnt man mit den Tauben im Alter von 4 Wochen. Und man nimmt sie aus ihrem Nest und man tut sie dann in ein neues Nest, damit sie sich daran anpassen. Und nach 8 Wochen, das dauert dann nochmal 4 Wochen, bis sie sich daran gewöhnt haben, und nach 8 Wochen sind sie dann einsatzbereit, um sie an die Front zu bringen. Und das war auch der Grund für die vielen Tauben, weil nach ein paar Wochen diese Tauben nicht mehr einsatzfähig war. Und zu der zweiten Frage, ob die Live-Drohnen, ob die Zeit der Live-Drohnen vorbei sind. Ich würde Jein sagen. Die Zeit der Tauben ist auf jeden Fall vorbei. United States haben sie irgendwann im 20. Jahrhundert in Rente geschickt. Aber wenn wir uns angucken, was wir in 2014 machen mit diesen Insekten, ist es natürlich eine andere Art von lebenden Drohnen, die wir hier haben. Und ich glaube, dass das auch wirklich einsatzbereit ist. Und die Frage ist, ob das wirklich alles ist, dass wir Insekten nur erforschen für Search and Rescue Missions. Und die CIA meint immer noch, dass ihre Taubenmissionen immer noch klassifiziert sind, und wir sollten uns fragen, was sie denn forschen, was das benutzt werden könnte. Ich weiß gar nicht, ob das schon beantwortet wurde. Ich wollte eigentlich nur eine Klarstellung. Wie lange muss die Taube in diesem mobilen Loft sitzen, um das als Heimat zu akzeptieren? Ungefähr 4 Wochen. Ich meine, wenn das Mobile Loft irgendwie verschoben wird an einen anderen Ort oder verbracht wird an einen anderen Ort. This is where I live now. Yeah. That's 4 weeks. Das sind diese 4 Wochen? As far as I understand, die Sache ist, so far ich es verstehe, die Wissenschaft weiß bis heute nicht ganz, wie diese Tauben heimfliegen. Man glaubt, es ist eine Mixtur aus dem elektromagnetischen Feld und aus dem Geruch und aus ein paar Kartenpunkten, also aus herausstechenden Kartenpunkten wie Bäume, Häuser, Berge. Und es braucht ein bisschen, bis sie dann dahin zurückfliegen, anstatt zu ihr. Und Mikrofon 3. Question on pigeons. Noch schon wieder eine Traubenfrage. Wie kann man unterscheiden zwischen den eigenen und den Tauben des Feinden? Weiß man das nur von der Richtung, in der sie fliegen, oder? No, yeah, in your presentation. Die sehen wie Tauben aus. Du hast erzählt, dass man nicht auf Tauben schießen darf, aber das. Die Strafe fürs Taubenabschießen betraf nur England. Also wenn Leute in England Tauben abgeschossen haben oder diese belästigt haben, wurde das bestraft, weil die für den Krieg benötigt wurden. Aber an der Front kann es gut aus passiert sein, dass die eigenen Tauben abgeschossen wurden. Und Mikrofon 6 haben wir nochmal. Ich frage mich, ob du was von Delfinen gehört hast. Ja, ich habe was über Delfine gehört und Bomben, so dass Delfine trainiert werden, um Bomben zu finden. Es war aber zu viel Material, und es ist wirklich, wirklich viel Forschung im Moment. Aber ich weiß nicht, ob du darüber was sagen könntest. Nee, ich kann dazu auch nichts. Ich habe es nur irgendwo gelesen.
Yeah, I came across it, but I chose to. Ja, ich habe es gesehen, aber ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich mich auf Katzen, Dachsen und Taube trainiere. Aber ja, Delfine sind auch wirklich werden auch als wirklich intelligente Tiere betrachtet, die dazu trainiert werden können, um bestimmte Aufgaben zu erledigen. Es wird mit der Zeit knapp. Ganz kurze Frage noch. Hast du irgendwelche Beweise gefunden für den Missbrauch von Tieren in aktuellen Kriegsszenarien? Als biologischen... Biologische, als Träger von biologischen Waffen? Ja, nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Briten das Ganze mal erforscht, also um Tauben zu benutzen, um Bakterien über den Feind abzuwerfen. Aber die technischen Mittel, wir reden hier über die 1950er, wo wir technische Lösungen hatten, da hat man angefangen, diese ganzen Taubenprogramme einzustellen. Aber ja, es wurde darüber nachgedacht, Tauben zu benutzen, um Krankheiten zu verbreiten. Vor allem biologische Kampfstoffe. Vielen Dank. Dankeschön für deine Präsentation. Das war's dann auch schon für